Hoho, haha! Herzlich willkommen bei meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Infos, Geschichten und heitere Übungen zur Bewusstseinserweiterung und Bewusstseinserheiterung. Jeden ersten Mittwoch im Monat eine neue Folge. Lachen kann man überall. Diese Aussage beinhaltet durchaus auch das stille Lachen, das in sich hineinlachen, das verschmitzte Schmunzeln, das innere und äußere Lächeln. Bei meinem Seminar Lachen trotz und alledem, darf ich lachen, wenn ich traurig bin, habe ich Anne Schwede kennengelernt. Sie ist als Clownin in den unterschiedlichsten Bereichen sehr aktiv. Sie sprüht voller Ideen und als Gründerin vom Humorkolleg in Paderborn kann sie ihre Visionen wunderbar umsetzen. Diese Vielfalt machte mich neugierig und ich freue mich sehr, Anne Schwede heute in meinem Podcast Die Kraft des Lachens begrüßen zu können. Liebe Anne, herzlich willkommen in meinem Podcast Die Kraft des Lachens. Bitte stell dich doch erstmal den HörerInnen selber vor. Ja, hallo liebe Silvia, wie schön, dass ich mit dabei sein kann. Ich heiße Anne Schwede und ich lebe und ich liebe und ich lache und ich wirke in meiner schönen Heimatstadt Paderborn. Als Clownin heiße ich Pfefferminze Ottilie tatsächlich. Tatsächlich gehört zu deinem Namen? Ja, genau, das gehört dazu. Irgendeine meiner Teilnehmerinnen hat mal irgendwann zu mir gesagt, ich würde ständig dieses Wort tatsächlich sagen und zack war der Nachname geboren. So kommt man zu Namen, ja herrlich. Sehr gut, yeah. Ach, klasse. Ja. Ja, als erstes wüsste ich gern von dir, du beschäftigst dich ja ganz viel mit Humor. Was verstehst du unter Humor? Wenn ich sagen würde, Humor ist für mich eine Lebenseinstellung, glaube ich, reicht das überhaupt gar nicht aus. Humor ist viel mehr, würde ich für mich sagen. Es ist eine Leichtigkeit, es bringt Freude in den Alltag und genau das Gleiche möchte ich natürlich oder erreiche ich durch mein Clownsein auch. Man ist einfach offener in vielen Situationen und es wirkt sich positiver natürlich auf alles aus. Ja, humorvoll war ja eben auch schon, dass du das dann mit deinem Clownsnamen so schön integriert hast. Ne? Ja, genau. Das ist auch schon so eine humorvolle Aktion, finde ich. Ja, das stimmt. Ja, Humor und Lachen, das sind zwei Sachen, die gehören irgendwie zusammen und irgendwie auch nicht, weil man kann auch humorvoll sein, ohne dass man lacht, vielleicht nur schmunzelt oder auch nur was Humorvolles sagt. Und das Lachen, da habe ich ja eben schon gesagt, kann sehr unterschiedlich sein. Ja. Und was wir auch ja immer wieder sehen, beides, Humor wie Lachen, kann auch missverstanden werden. Weil es gibt ja auch Humor, der nicht unbedingt so angenehm ist. Ne? Der schwarze Humor, beim Lachen, das ausgelacht werden. Und wir möchten ja mehr das Wertschätzende und das Achtsame und es als Energiequelle sehen und nicht, dass man jemand die Energie abgräbt. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge, die Nummer 32, die Gelotophobie, die Angst ausgelacht zu werden, mit dem Interviewpartner Dr. Michael Tietze, der diesen Begriff geprägt hat, ne, die Angst ausgelacht zu werden, Gelotophobie. Was hast du da für Erfahrungen, was sagst du dazu? Ich glaube, das ist das größte Hindernis von allen Leuten, weil man immer die Not hat, ausgelacht zu werden. Also jetzt noch nicht mal, dass ich sagen würde, es ist die Gelotophobie, sondern dieses Verschämtsein, sich zur Schau zu stellen oder gesehen zu werden, das hängt ja damit auch schon zusammen. Und das ist im Grunde genommen das, was ich durch diese Clownarbeit versuche zu überbrücken. Dass ich den Leuten durch diese Clownarbeit ein bisschen mehr Mut wieder schenken kann, neu für sich selber ein Standing zu kriegen. Als Clown darf man das nämlich alles. Also man darf auch ruhig mal peinlich sein. Wir haben ganz oft Übungen dabei, wo wir auch wirklich sagen, ich habe so ein Engelchen und ein Teufelchen auf meiner Seite und ich bediene in meinem Spiel beide Seiten. Und das ist ja im Grunde genommen das, was mich befreit auch. Im Clown sein, dass ich auch meinem Teufel mal die Hörner zeige und sage, nee, so ist das aber nicht. Und das ist halt tief in uns Menschen drin, dass wir meinen immer, wir machen was nicht richtig. So. Und dem geht so ein Clown eben halt aus dem Weg oder hat Chancen da drin und kann sich anders aufstellen.
Ja, der spielt ja sogar damit, ne, mit den Stolpersteinen und dem nicht Ja. perfekt sein, ne. Ja, genau. Das ist ja auch ein Grund, wo man dann sagt, ein Fehler ist schön. Für Clowns ist das toll, weil wir sind ja im Grunde genommen wie kleine Kinder. Wir entdecken alles neu, wir machen alles neu. Und der Vorteil daran ist halt auch, es gibt einfach die Möglichkeit, sich auch mal zu drehen und den Perspektivwechsel dabei zu machen. Das ist halt der Vorteil. Und je mehr ich Clown bin, umso mehr integriere ich das in mein ganzes Leben. Ja. Manchmal ist es auch einfach so, dass ich die Nase schon aufgesetzt habe, obwohl ich sie nicht aufsetze. Also so ein Clown ist im Grunde genommen eigentlich immer da, weil es ist ja ein Teil von mir. Es ist etwas, was ich nicht gezielt extra mit dem Aufsetzen der Nase habe, sondern es ist der kindliche Anteil in einem selber. Ja, Ja, vielleicht ist ja. das mit dem Nase aufsetzen dann so fast wie die Erlaubnis, ne? Jetzt darf ich diesen Teil leben. Ja. Ich erlebe das ja in meinen Kursen sehr, sehr stark, dass Leute, sobald sie die Nase aufsetzen, in so eine Clown-Haltung gehen auch, dass man, weil man einfach denkt, so ein Clown hat so ein besonderes Grinsen, der steht immer irgendwie krumm und schief oder so. Und das ist aber nicht das, was ich gerne vermitteln möchte, weil Clown sein ist eigentlich auch noch viel mehr. Clown ist sehr viel mehr mit mir selber auch verbunden und je einfacher und normaler und authentischer ich bin, umso mehr ist das der Clown, den ich vertrete, würde ich sagen. Ja, das finde ich ja nochmal interessant, weil Ja, ich bin ja, auch ja. bislang davon ausgegangen, dass man mehr in diese Rolle reinschlüpft. Ich habe das auch schon gemerkt, sobald ich die Nase aufsetze, Ja. fange ich ganz anders an zu reden, ne? Und dann ist man gleich so ganz Ja, anders. also in vielen Dingen ist es einfach auch so, weil man eine andere Freiheit sich selber gibt dadurch oder hat auch durch die Leute, die zugucken. Trotzdem ist es für den Zuschauer, würde ich jetzt einfach so sagen, auch anders zu sehen, wenn jemand eben halt nicht so in der Übertreibung drin steckt. Weil irgendwann glaubt dir das keiner mehr. Also du kannst ja nicht die ganze Zeit immer mit einem Buckel durch die Gegend laufen, weil dein Clown einen Buckel hat. Dann tut dir irgendwann der Rücken weh und dann bist du ja nicht mehr so normal, wie man das eigentlich sein sollte. Ne? Ja, genau. Also man sieht die Übertreibung dann als Zuschauer auch und irgendwann glaubt dir dann keiner mehr. Auch wenn du mit der Stimme so falsch läufst. Ne? Das Ja, heißt, du ja. bleibst schon sehr bei dir Ja, und genau. der Teil des Clowns, den du dann Ja. transportieren möchtest, was transportiert dann der Clown? Den Satz darfst du jetzt noch mal schöner machen, weil der ist in meinem Kopf gerade nicht angekommen. Was du dann als Clown transportierst. Also wenn du nicht in die Rolle Ja, ach so, reinschlüpfst, sondern ja. mehr so in dein eigenes authentisch Sein reingehst oder dabei Ja. bleibst, die Verbindung zu dir selber Ja. aufbaust, was ich jetzt ja gerade ganz spannend fand, Ja. was du denn dann als Clown transportierst. Ich möchte einfach näher an den Leuten sein. Ich selber arbeite sehr stark als Klinikclown und nicht als Bühnenclown. Die Bühnenclowns gehen natürlich oft in diese Übertreibung und spielen auch damit. Ich aber selber bin quasi eine andere Gruppierung von Clown. Ich bin ein Kontaktclown. Diese Kontaktclowns sind darauf geschult, empathischer zu sein und mehr in die Begegnungen zu gehen. Und das gelingt uns halt dadurch, dass wir auch authentischer in unserem Wesen sind. Also mehr menschlicher und nicht so Clownesk. Na, Clownesk entsteht vieles durch Situationskomik auch schon. Also wenn du mich fragen würdest, kannst du einen Witz erzählen zum Beispiel, bin ich ganz schlecht drin. Aber ich kann ganz einfache Techniken, zum Beispiel, dass ich mir Sachen aneigne, wie Kinder das früher gemacht haben. Und dadurch wird es ja auch schon clownesker, weil welcher Erwachsene würde schon sagen, du blöder Stuhl, wenn ich mich da dran stoße. Sowas zum Beispiel, das ist ja auch schon clownesk. Und je normaler ich bin, umso schneller glauben mir die Leute, dass ich auch echt bin. Im Großen und Ganzen bin ich auch der Meinung, ein ganz großer Teil in mir ist dieser Clown, der eben halt auch im realen Leben oft zutage kommt. Wenn ich schwierige Situationen habe oder so, dann denkt das bei mir im Kopf manchmal schon um und ich denke dann immer, ah, guck mal, das ist eine Herausforderung für mich, wie genial. Kann ich jetzt mal schon mal wieder was anderes mit anfangen? Ja, so. Hast du da vielleicht ein Beispiel für uns? Ja, schon. Wenn ich Auto fahre und ich finde die blöde Strecke nicht, dann ist die Strecke blöd und nicht ich.
zum Beispiel. Also, ne, oder ich bin falsch abgefahren bei der Autobahn, dann ist es eine Situation, wo ich mich einfach nicht drüber ärgere, sondern dann denke ich in mir so, ey, wie genial, und heute scheint noch die Sonne. Da hast du ja von deiner Autofahrt doch ein bisschen mehr, als nur mal eben anzukommen. Also das sind viele Situationen im Leben, die ich einfach dadurch auch neu anpacke. Ja, super. Ja, da fällt mir doch gleich auch eine schöne Lach-Yoga-Übung dazu ein, nämlich die Humorbrille. Das hat ja, da übt man ja, dass man einfach mal den anderen Blick schult, so wie du das eben gerade ja auch so schön beschrieben hast. Dazu können wir die Fingerkuppen zusammennehmen. Also ich lade dich dazu ein, mitzumachen, und die lieben HörerInnen auch bitte. Ich bin schon dabei. Fingerkuppe, Daumen, Zeigefinger von beiden Händen. Dann haben wir schon mal zwei Brillengläser. Dann sind da Magneten zwischen den vier Fingern, und wenn man die vier Finger sich annähert, dann macht es irgendwann Klick, dann habe ich eine Brille. Dann kann ich diese Brille vor meine Augen halten und durchschauen, und dann habe ich die Humor- und Spaßbrille, und dann sieht die Welt auch gleich ganz anders aus. Wenn sie jetzt noch rosa wäre, ne? Ja, die rosa-rote. Oder so ein schönes Gelb. Ich liebe das immer bei den Sonnenbrillen, wenn die so ein schönes Gelb haben. Dann sieht auch alles gleich viel schöner aus. Und dann kann man die Arme auch, da hat man gleich auch noch so ein schönes Training für die Unterarme, für die Ellbogengelenke. Da kommt man eine Physiotherapie durch. Dann kann man die Hand drücken, also die Finger bleiben so zusammen. Ja. Die Handrücken zum Körper drehen. Ja. Und dann hat man praktisch die Gläser umgekippt und guckt dann durch. Weißt du, wie ich das meine? Kannst du das so machen? Wie fühle ich mich, als wenn meine Hände dabei brechen würden? Ja, ne? Das ist gar nicht so einfach, ne? Dieses Umdrehen. Ne? Ja. Also auch sehr vorsichtig, nur so weit wie es geht. Das kann man schön trainieren. Ne? Einmal sieht es ulkig aus, macht auch Spaß, auch anderen zuzugucken. Oh, wie dreht man? Und man kriegt die Ellbogen mobil. Ja, und wenn es nicht klappt, wir lachen drüber. Das ist ja mal das Beste. Dann schüttelt man die Arme auch mal aus, falls sie sich dabei zu verspannt haben, Arme, Hände, alles ausschütteln. Und dann würde ich gerne noch, damit wir diese Wertschätzung und Achtsamkeit und die Zugewandte noch mal verstärken, die Hände so als Herzsymbol nehmen. Mhm. Na, kennen wir ja, diese Fingerkuppen so zusammen, dass es aussieht wie ein Herz. Dann schauen wir durch dieses Herz und sagen uns, wir sehen mit dem Herzen gut. Wir sehen mit dem Herzen gut. Ja, genau. Dann gehen die Hände auseinander, haben aber immer noch diese Herzhaltung, setzen uns diese beiden Herzhälften auf die Ohren, ne? Linke Hand auf linkes Ohr, rechte Hand auf rechtes Ohr, und sagen, wir hören mit dem Herzen gut. Wir hören mit dem Herzen gut. Und dann nehmen wir die Hände wieder zusammen, nehmen dieses Herz auf unser Herz. Wir fühlen mit unserem Herzen gut. Und dann legen wir die Hände flach aufs Herz, und von dort sammeln wir Energie und schicken dann, ich schicke dir und allen HörerInnen ein herzliches Lachen, was von meinem Herzen kommt. Einatmen und lachendes, herzliches Lachen verschenken. Nochmal, Hände aufs Herz und von Herzen ein herzliches Lachen verschenken. Ach, wie schön. Ja, Wertschätzung, Achtsamkeit und Lachen verbindet. All das steckt da ja drin. Ja, genau. Ja. Sehr schön. Liebe Anne, wir haben eben schon drüber gesprochen, wenn du die Clownin bist, wenn du in eine Rolle schlüpfst oder eben auch nicht. Und wie begegnest du dann letztendlich Menschen und wie reagieren sie auf dich? Ich würde sagen, größtenteils wirklich positiv. Es gibt vereinzelt natürlich Fälle, wo uns die Tür jetzt nicht unbedingt offen steht und Leute auch, wie gesagt, Angst vor Clowns haben. Aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass ich manchmal wirklich sprachlos auch selber bin und denke, wow, was ist denn jetzt hier gerade passiert?
Ganz besonders wahrscheinlich im Seniorenheim. Die Leute sind da so offen für uns Clowns. Also die verlangen quasi, in den Arm genommen zu werden oder dass wir als Clown den Kopf bei denen im Schoß legen. Und die Nähe ist einfach in einer Geschwindigkeit da, wie manch einer von den Betreuern sagen würde, wow, das gelingt uns ja hier fast gar nicht oder selten. Und witzigerweise ist das, sobald ich aus dem Kostüm raus bin und ich gehe aus der Tür und ich begegne den gleichen Leuten am Eingang nochmal, die erkennen mich nicht. Also ich glaube, es liegt wirklich einfach an diesem Clown, an dem Clown-Sein selber, dass die Türen öffnet. Ne? Das bunte Kostüm wahrscheinlich ist schon ein Zeichen genug, dass wir betrachtet werden. Also ich war gestern in einer Schule, weil wir im Moment ja dieses Projekt dort anfangen und starten mit den Schulclowns. Und ich stand mit der Konrektorin auf dem Schulflur und ich kam mir vor wie ein Bauer, der seine Kühe ruft. Bei 200 Schülern kamen einfach auf mich zu, ohne dass die Schulglocke geklingelt hat. Und ich hab nichts gemacht. Also es ist Wahnsinn. Das ist wie ein Magnet, habe ich manchmal das Gefühl. Und die Leute warten darauf, dass jetzt passiert was jetzt. Also jetzt verändert sich was. Das ist natürlich eine Erwartungshaltung, die wir auch jedes Mal haben oder die uns entgegenschwappt, die wir aber auch gut bedienen können. Weil wir einfach auch darauf geschult sind, in diese Kontakte zu gehen und in dem Moment zu improvisieren und zu gucken, was ist gerade da und was ist wirklich gerade nötig und möchte jemand den Kontakt haben? All das haben wir innerhalb von 2 Sekunden abgecheckt und wissen, wie wir damit umzugehen haben. Das haben wir gelernt. Dafür geht man in die Ausbildung als Clown. Ja. Ja, genau, ist eine richtige Ausbildung. Ne? Ja, genau. Sich nur die Nase aufsetzen und losgehen. Nee, richtig. Ja, du hast eben schon angesprochen, Projekt Schulclowns. Was steckt denn da dahinter? Ja, das ist eine ziemlich erfrischende Neuerung, die gerade in Deutschland eingeführt wird und jetzt seit 3 Jahren aktiv schon ist. Man hat das ganze Konzept genommen von der Klinik-Clown-Arbeit und packt das jetzt in Schulen sozusagen. Erfinder dieser ganzen Geschichte ist eine Dame aus Indien, die inzwischen seit 5 Jahren mitarbeitet und durch das Land auch finanziert wird. Vor 3 Jahren ist es nach Deutschland gekommen über die Organisation True Moments. Und das sind auch 2 Damen, die halt in der Sozialarbeit tätig gewesen sind und als Clown nebenbei arbeiten und haben dieses Konzept jetzt halt umgebaut für die Einrichtung in Schulen. Wir gehen halt wie die Klinik-Clowns in jedes Zimmer und klopfen an der Tür und sagen dann, hallo, hier sind wir und sind quasi auf der Ebene der Kinder, um in den Kontakt mit ihnen zu gehen und ein Bindeglied zu sein zwischen Sozialarbeitern und Lehrern. Ja. Mhm. Wir starten jetzt hier in Paderborn das erste Mal im Herbst mit Aus- und Weiterbildung dafür. Und das ist quasi im ganzen gesamten norddeutschen Raum das erste Mal dafür. Und ich bin total stolz und glücklich, dass wir das hier machen. Und es braucht natürlich eine Menge Vorarbeit. Auch wir suchen gerade hier nach Schulen in Paderborn dafür und sind auf dem besten Wege, schon 2 gefunden zu haben. Das Ganze hat natürlich auch einen finanziellen Hintergrund. Der muss auch abgedeckt und bedient werden. Das ist halt ein richtiges Aufgabenfeld, was da gerade nochmal wächst. Ja. Ich bin ganz glücklich. Ja, da habt ihr noch was ganz Großes aufgetan. Wenn man sieht, wie lange das mit den Klinik-Clowns gedauert hat, wie das aufgebaut wurde, anerkannt wird und so weiter. Und jetzt das mit der Schule. Ja, genau. Wie stelle ich mir das denn genau vor? Wenn ihr da reinkommt, dann setzt ihr euch neben einen Schüler oder guckt, dass ihr Kontakt bekommt mit einem Schüler, der dem Lernen schwerfällt? Oder was macht ihr da? Naja, im Grunde genommen hast du das schon gut erfasst. Das ist nur so, dass wir halt nicht den Schülern was beibringen müssen. Sondern wir sind ja, was ich eben auch gesagt habe, wir haben ja diese kindliche Naivität. Also wenn ich mir vorstelle, da sagt jemand, ich kann mein Schuhband nicht zumachen, dann kann ein Clown das natürlich erstmal recht überhaupt gar nicht. Und dann ist das Kind in der Situation und sagt, ja, aber guck mal, das geht doch so. Und zack hat das Kind quasi sich selbst bestärkt in ihrer Situation und kann ihr eigenes Wissen weitergeben. Und hat dadurch auch noch Selbstständigkeit und Selbstsicherheit erlangt. Ne? Mhm. Und also
Das so soll die Rolle sein. Natürlich ist es auch so, dass dann hinterher die Sozialarbeiter mal sagen können, du, wir haben hier das und das und in dem Pausenhof ist das und das und so und so. Kannst du da mal zufällig in der Ecke vorbeigehen oder so und da mal ein Ohr drauf legen oder nimm dir mal dieses Kind und geh mal eine halbe Stunde mit dem ganz alleine in den Pausenhof. Solche Situationen gibt es natürlich auch, ne? Ja. Die Ines Rosner macht das ganz intensiv im süddeutschen Raum und die hat letztens, wir hatten eine Online-Veranstaltung zum Kennenlernen auch angeboten und hat so eine schöne Geschichte dazu erzählt, dass ein kleines Mädchen echt Sorgen hatte zu Hause und hat dann zu dem Clown gesagt, du, dir erzähle ich das, aber den Erwachsenen würde ich das nicht erzählen. Ah, cool. Ja, ja, ja. Cool. Ja, wie schön und berührend es ist. Ne? Ja, das, ja, ich denke gerade, es ist so, wie wenn man ganz klein war, alles seinem Kuscheltier erzählt. Ne? Ja, 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 so, genau. Und ja, so diese Vertrauensebene, ne? Ja, weil man, ja, sich da verbundener fühlt, dieses Kindliche. Ja, ne? Ja, ja, klasse. Ja, wie schön ist das denn? Ja, toll. Ja, also ich hätte mir für meine eigene Jugend wahrscheinlich gewünscht, die Situation hätte es gegeben oder die Möglichkeit. Umso mehr stehe ich da natürlich jetzt hinter, weil ich ja sowieso der Überzeugung bin, dass dieses Clownwesen an sich in vielen Regionen gut tun würde. Und das sind Krankenhäuser und Schulen und meinetwegen auch demnächst noch Kindergärten. Also im Grunde genommen überall. Ja, ja, ja. Ja, das kann überall helfen, ne? Also ja, du bist ja auch überall unterwegs. Ja, stimmt, genau. Ja, du hast ja diese ganze Vielfalt erkannt und bist da sehr rege und deshalb hast du ja auch dein Humorkolleg gegründet, weil du da diese Vielfalt anbieten kannst. Mhm. Du hast ja auch viele Kolleginnen, die du da mit eingebunden hast, die ihre speziellen Bereiche auch wieder haben. Ja, ihr seid ja im Altenheim, im Krankenhaus, in Krankenhäusern auf den unterschiedlichsten Stationen. Ne? Ja, ja, das stimmt. Wir arbeiten hier in Paderborn ja schon fast auch seit 20 Jahren. Also es gibt ja auch schon welche, die da quasi die Gründung gemacht haben hier vor Ort. Und ich bin jetzt seit fast 10 Jahren mit dabei bei den Klinik-Clowns, bin inzwischen auch hier die künstlerische Leitung von 10 Clowns. Und wir arbeiten halt auch in einer Palliativebene und auch auf der Frauenkrebsstation, wo selbst die erwachsenen Frauen besucht werden von uns, die oft sagen, wie schön, dass ihr uns besucht und da hätte ich ja nie mit gerechnet und die wirklich auch berührt sind und teilweise sich natürlich auch eine Träne verdrücken müssen, weil ihre Situation gerade so unglücklich ist und trotzdem freuen sie sich sehr darüber, dass sie auch gesehen werden, ne? Und wir sind halt nicht nur zum Lachen da, sondern wir gehen halt auch viel in die Situation mit rein und leben die mit quasi mit den Patienten. Ne? Und da sind wirklich sehr viele berührende Momente auch oft dabei. Man vertut sich, weil man denkt, ein Clown ist einfach ein Clown. Ne? Das ist der Unterschied halt zu uns Kontaktclowns. Ja. Mhm. Naja, ich denke, der hat immer dieses weinende und das lachende Auge, ne? Und der darf beides, ne? Der darf in die Trauer mit reingehen. Das ist dann der Begleiter, ne? Und dann darf er wieder lachen und wieder das Spielerische oder das Ulkige sehen. Man sagt ja, das Leben hört nicht auf, komisch zu werden, nur weil es ernst wird, ne? Ja, 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 also ja, da diesen Spagat, den darf der bedienen, ne? Ja, ja, genau, richtig. Ja, genau. Ja. Darf ich lachen, wenn ich traurig bin, ne? Ganz dann, genau. Das ist das Thema dabei einfach auch, ne? Ja, ganz genau. Ja. Und da seid ihr in der Geriatrie, bei den Kindern, in der Onkologie, Palliativ hast du angesprochen. Und ich meine, Hospiz seid ihr auch. Mhm. Ja, also wirklich mittlerweile breites Spektrum. Ne? Das hat sich sehr durchgesetzt. Ne? Mhm. Ja, ja, wobei ich bin letztens vor ein paar Wochen in Holland gewesen. Da gab es einen großen Kongress, auch der ging halt nur über Klinik-Clown-Arbeit. Und die Leute, Teilnehmer, die dabei waren und Teilnehmerinnen, kamen weltweit, also nicht nur deutschlandweit, sondern wirklich weltweit. Es war total interessant zu hören, dass in Spanien die Clowns inzwischen während der Operation oder bis zur Begleitung schon eingesetzt werden. Die laufen mit einem Handy durch die Gegend dort und sind fest angestellt in den Krankenhäusern. Wenn da also irgendwas passiert ist, ein Clown ganz schnell an der Seite von jemandem, der ihn gerade benötigt und geht im Zweifel bis zur Operation mit. Und ist auch wieder da dann danach. Und es gibt viele Studien inzwischen, die auch von großen Klinik-Clown-Vereinen ins Leben gerufen werden, was das bewirkt, wenn man so eine heitere Begleitung hat. Man hat zum Beispiel festgestellt auch schon,
dass 30% weniger Narkotika gebraucht werden bei Kindern, Wow. die diese Gleitung hatten. Ne? Wow. Na, Ja, das sind ja Ergebnisse. Wow. Ja, eben. Und trotz alledem habe ich irgendwie in der Situation noch ein bisschen auch die Kraft verloren und habe gedacht, und in Deutschland ist es einfach noch nicht so weit. Ich sehe, wie das in anderen Ländern schon anläuft. Da fehlt uns in Deutschland noch eine ganz schöne Menge Lobbyarbeit. Ja, also immer wieder. Deswegen ist es mir wirklich ein Anliegen, auch immer wieder zu sagen, guck da mal genauer hin und was da alles passiert und was sich da entwickelt. Und Clown sein ist so wichtig. Also es ist Ja, wichtig, also, da zu sein. Ja, also gerade die Beispiele, was du da gerade gesagt hast, das spricht ja echt für sich, ne? Ja, genau, Ich habe noch mal eine Frage. Also Klinik-Clown, den Begriff, den kennt man jetzt ja schon mittlerweile. Das hat sich ja gut durchgesetzt. Ich denke, das ist, ne, das da denke ich, jeder kann da mehr oder weniger was mit anfangen. Ja, was genau. sind denn jetzt Gesundheitsclowns? Ja, das ist im Grunde genommen, ich würde sagen, die gleiche Art für Klinik-Clowns, nur dass sie eben halt im Gesundheitsbereich stärker eingesetzt werden. Also auch zur Förderung von Pflegepersonal, von Angehörigen, die geschult werden im Humorbereich. Also da ist das Aufgabengebiet einfach sehr groß, ne? Ja, und dadurch, dass wir halt alle künstlerisch sind, also wir sind ja alles gelernte Künstler, wird auch an anderen Schulen andere Begrifflichkeiten dafür genommen. Deswegen gibt es halt auch den Geri-Clown, der halt nur in der Geriatrie arbeitet, genauso wie die Gesundheitsclowns sind teilweise geschützte Namen. Ah, so, okay. Und unterschiedliche Ausbildungen, die dann da auch gemacht werden können, ne? Ja. Muss man sich dann bei den einzelnen Einrichtungen dann genau erkundigen, was da Ja. so der Inhalt ist und die Absicht und das Ja, alles. genau, richtig. Okay, Genau. gut. Ja. Ja, mit dem Clown, das ist ja auch so eine Geschichte. Wir haben jetzt von den positiven Clowns gesprochen, die so eine, wo man schnell Kontakt bekommt und es gut tut. Mit Clowns, manche haben ja auch Angst vor Clowns, warum auch immer. Und man verbindet oft ja auch so was Negatives, Gruseliges. Also es gibt ja auch wirklich Kinder, die sagen, oh, der Clown kommt. Also es ist nicht nur gleich Freude. Und dann gibt es aber auch so der weise Clown oder der Narr. Was steckt denn da jetzt noch so alles drin? Da hast du mir jetzt aber 10 Fragen auf einmal gestellt. Ja, habe ich. Du schaffst das. Also diese Gruselclowns, das ist ja diese Pennywise-Geschichte, da bin ich natürlich auch überhaupt gar kein Freund von, weil die natürlich alles andere, was wir hier jahrelang versucht haben aufzubauen, schon wieder in Ansätzen auch kaputt gemacht haben durch die Angstzustände, die den Leuten dadurch eingejagt werden. Ne? Und das ist kein schönes Bild, würde ich sagen. Ich selber kann auch nur sagen, dass ich vor Clowns jetzt keine Angst als Kind hatte, aber ich habe die auch gar nicht so gerne gesehen, weil die früher oft die Clowns so im Zirkus mit Ohrfeigen gearbeitet haben. Der kippt um, weil er eine Ohrfeige gekriegt hat. Also da bin ich auch überhaupt kein Freund von. Da würde ich mich auch ganz massiv von distanzieren. Eine Narre zum Beispiel gab es früher ja am Hofe, der die Weisheit, der durfte halt alles sagen. Der König hat ihn deswegen nicht geköpft, sondern der König war im Grunde genommen dankbar dafür, weil er vielleicht dadurch auch mal einen Perspektivwechsel für sich machen konnte. Und da ist mal auch im Gespräch auf eine andere Idee gekommen, auch wenn das quasi kontrovers gewesen ist, was dieser Narr angebracht hat. Aber das ist ja so eine Urgeschichte halt von früher. Dann hattest du noch was mit einem weisen Clown erzählt. Es gibt bei uns Clowns Unterschiede. Wir sagen immer, es gibt 2 Rollenbilder bei den Clowns, mit denen wir arbeiten im Moment. Es gibt halt einen Weisen, ein Weißclown heißt das auch. Das ist meistens der, der immer so ganz erhaben darüber steht. Wenn man so bei Stan und Oliver zum Beispiel mal drauf guckt, gibt es da die klassische Rollenverteilung auch. Der Stan ist ja immer der, der immer schusselig und ist. Und der Dicke weiß eben halt alles und ist immer der Chef. Und genau, das sagt man halt auch bei den anderen Clowns. Bei uns heißt es halt Rot- und Weiß-Clown oder August. Der Rote ist ja auch der August. Genau. So, jetzt habe ich alle deine 10 Fragen beantwortet. Ich wusste doch, dass du das kannst. sehr gut, yeah. Ja, es ist gerade interessant mit dem Narr und dem König. Ne, das ist ja was, was ich auch kenne. Und ich habe jetzt das erste Mal gerade diese Assoziation gehabt, weil ich so innerlich gedacht habe, wäre schön, wenn es das noch gäbe.
Und dann ist mir aufgefallen, dass es das in der Form gibt, dass die Cartoons die Politiker ja aufs Korn nehmen. Die dürfen das ja auch, jedenfalls in unserer Gesellschaft. Es gibt ja nun auch Länder, wo das unter Strafe und Verbot steht. Aber das ist, glaube ich, so der neue, der moderne Narr, ne? Dass die Cartoons gestalten, die Oder erlauben sich da ja Satire. auch, oder Satire, genau. Ja, Ne, das ist genau. der moderne Ja. Narr. Ja, so kann man das durchaus sehen. Und die haben halt ja auch die Narrenfreiheit, ne? Genau, die haben noch diese Freiheit, die dürfen das machen, Ja, ne? genau. Genau. Ja, Und das da stimmt. steckt ja auch immer viel Weisheit drin. Also das ist ja kein Unfug in dem Sinne, ne? Nee, im Grunde genommen nicht, weil du musst es ja erstmal wissen, um verulken zu können. Also von daher, Genau. ne, Ja, steckt da das, schon die Weisheit drin, ne? genau. Und auch im Witz, ne? Witz ist ja von der Sprachwurzel, Ja. kommt es von Weisheit, ne? Da steckt ja auch immer was Weises drin. Ja, ja. Genau, Ach, da richtig. fällt mir gerade ein Witz ein. Ein Oh. Witz, den man so mit den Clowns gerne Ja, macht. ja, Der ist ja. aber eigentlich auch nicht nur nett, wenn ich mir das so richtig überlege. Da ist auch ein bisschen, aber ich erzähle ihn einfach mal. Ja, mach mal. Da sagt einer, Mensch, der Peter, der ist aber heute albern. Da sagt der andere, na, der hat ja auch einen Clown gefrühstückt. Ho, 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 ho. Ja, da kann man drüber lachen oder man kann sagen, ey, ist das gemein, ne? Das, dann geht es ja ganz schnell auf Kosten der Clowns. Ja, das stimmt. Aber das ist ja auch die große Kunst, ne, über sich selber zu lachen. Ne? Das ist ja eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber das machen wir gerade mal. Wir nehmen mal unseren Lachfinger, den Zeigefinger, zeigen aufs Aha. Brustbein und lachen mal über uns selber. Ja, Weil das ist genau. beim Humor so wichtig, bei den Clowns und beim Lachyoga auch. Ja? Ja, man sagt ja auch, daran zeigt sich die Stärke, ne? Ob für einen einzelnen Menschen oder für einen Politiker, für die Religion. Also wer über sich selber lachen kann und dem nichts, das nichts ausmacht, dass man über ihn lacht, der zeigt eigentlich Stärke. Ne? Ja, inzwischen Gott sei Dank wieder, ne? Ja. Ja, früher war das ja auch ganz anders. Früher hat man ja auch gesagt, lach bloß nicht und als Frau schon mal gar nicht. Das ist nicht anerkannt. Also das ist schon peinlich, ne? Wer lacht, der ist dumm. Ja, Gott sei Dank ja. hat sich das alles geändert. Da bin ich ja schon mal ganz glücklich. Ja, aber ich auch, du. Ach, an dieser Stelle möchte ich dich doch gerade mal fragen. Du bist ja unter anderem auch Lach-Yoga-Leiterin. Ja, das Und stimmt. da wollte ich dich doch bitten, deine beiden Lieblingsübungen vorzustellen und die Hörer und Hörerinnen dazu einzuladen. Also meine allerliebste Übung ist ja immer dieses mit der Lachcreme, ne? Dass man einfach den Finger nimmt und den in den Pott rein macht und die Creme so richtig schön im Gesicht verreibt und dabei lacht. Weil was kann schöner sein, als sich schöner machen, ne? Ja, das macht doch gerade nochmal. Leite das doch Ja, nochmal genau. gerade so an, dass wir Ja, alle mitmachen genau. können. Also wir nehmen dafür rechte oder linke Hand und gehen quasi damit in den Cremetiegel rein und holen ordentlich Schmackescreme da rein und in das Gesicht die Creme und über die Wange verreiben. Und während des Verreibens hat man ja schon das Gefühl, es ist doch ein bisschen zu viel. Aber es tut richtig gut, wenn man es überall verreibt und schön durch das ganze Gesicht reiben, ja. Genau. Schön schwierig. Ja, schön schmierig, genau. Ach super, ja, danke schön. Ja. Ja, und die zweite, du hast noch Die eine zweite? zweite, die mache ich unheimlich gerne auch im Stehen, wenn die Möglichkeit besteht, dass man sich einfach auch mal hinsteht und die Arme ordentlich ausschüttelt dabei. Und dann kann man mit den Armen so schön Schwung holen und die hochziehen zur Brust und dann die Arme wieder nach oben in den Himmel reinschmeißen, wie ein Springbrunnen, der über dich hinwegfliegt und dann einfach von unten das Lachen hoch bis nach oben hin hochschmeißt. Ah, das Das hört sind sich wir gut so. an. Ja, Dann genau. leite uns das doch Also. noch mal schön an. Genau, also wir stellen uns schön hin und lassen die Arme einmal kurz hängen, schütteln die Hände ordentlich aus und mit Schwung und mit dem Einatmen ziehen wir die Arme nach oben und schmeißen sie oben wie ein Springbrunnen über uns und lachen dabei ordentlich los. Also. Gleich nochmal. Ja, und noch mal.
Ach, herrlich. Das ist wie heute Morgen, als ich durch den Regen gefahren bin mit dem Fahrrad. Zack, alles nass wieder. Juhu. Das ist auch ein Springbrunnen, genau. Ja, genau. Ach, wenn man drüber lachen kann, umso besser. Ja, das ist schön. Da kommt auch dieses Leichte durch, das Freie und den Perspektivwechsel, ja. Den haben wir ja. Auch dabei, ne? Dass man die Dinge anders betrachtet. Ja. Und Clownerie und Lachen, beides entzieht sich der Kontrolle. Ich denke, das ist das, was es halt auch oft eben verboten hat, was aber für uns gerade das Schöne ist. Ne? Das macht so frei. Ja. Ja, genau. Ja, jetzt hast du so zwei schöne Lach-Yoga-Übungen angeleitet. Mhm. Ich möchte dich auch gerne einladen, du bist ja nun die Humorexpertin. Hast du auch Humorübungen für uns? Ja, natürlich habe ich die. Wenn ich meine Teilnehmer anleite bei meinen Kursen in der Clownerie, dann geht es eigentlich auch immer dabei, dass ich denen nochmal sage, dass wir Clown einfach zum Leben immer auch Ja sagen. Also ich sage das auch zu meinem Freund und zu meinem Partner, zu meinem Clown-Partner auch immer auch Ja, egal was der sagt, weil es ist ja mein bester Freund. Und das ist so eine Übung, die man im Grunde genommen auch wieder mit ins Leben reinnehmen kann. Wenn mein Partner neben mir im Auto sagt, ich fahre jetzt mal da und da hin und dann sage ich, ah nee, da will ich aber heute nicht hin. Stattdessen sage ich, ja komm, machen wir mal, ist doch super. Können wir doch mal machen. Das ist ein ganz anderes Standing zu meinem Partner, als wenn ich immer dran rumnöle. Warum kann man nicht einfach mal sagen, ja, oh ja, oh ja, wir machen das. Ja. Mhm. Und das kommt einfach auch aus der Clownerie. Und es funktioniert. Es macht das Gegenüber einfach offener oder das Miteinander offener, als wenn man immer an irgendwas rumnölt. Und dann, Clowns machen dann natürlich ein Spiel raus, die gehen dann auch gerne in die Übertreibung irgendwann im Spiel, ne? Dass es einfach alles wilder wird. Oh ja, und komm, wir machen dies und ja, komm, wir machen das. Und das ist so eine Spieltechnik einfach auch. Ne? Das heißt, wir können jetzt zusammen mal so ganz euphorisch oh ja so sagen, so zwei, drei Mal. Wäre das was? Ja, können wir, genau. Okay, dann würde ich doch sagen, legen wir mal alle zusammen los. Ja, los. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Super, das gefällt mir. Sehr gut, sehr gut, yeah! Sehr gut, sehr gut, ja! Ach, klasse. Hast du noch eine Übung für uns? Ich glaube, das ist nicht so eine richtige Übung, sondern es ist eigentlich mehr so eine Grundeinstellung, die man als Clown immer wieder neu entdecken muss auch. Wir können versuchen, einfach im Leben mal ein bisschen mehr wieder uns selber zu überraschen. Also von uns selber überrascht sein, zum Beispiel. Schlimmster Fall wäre, ich stehe morgens in der Küche und habe es total eilig und natürlich fällt mir irgendwas aus der Hand und das ganze Kaffeepulver liegt über den Fußboden verstreut. Na, da ärgert man sich doch im Grunde genommen fürchterlich drüber. Ja, und da kann man ja, anstatt dass man sagt, verdammte Hacke, das kann man ja sagen, ups! Was ist mir denn jetzt passiert? Und schon ist es doch eine ganz andere Situation. Also man nimmt es wesentlich positiver auf. Ne? Ja. Und im Zweifel kann man dann ja auch schon sagen, oh Gott, entweder lasse ich diesen Kladderadatsch jetzt einfach liegen. Wie geil sieht das aus, wenn ich nach Hause komme? Mhm. Oder oder ich fange an, irgendwas in das Kaffeepulver reinzumalen. Kann ja auch sein. Ne? Also überraschen ist einfach auch wieder schön. Dass man es einfach mal mit Überraschung sieht, was man gemacht hat. Egal, was es ist. Ne? Ja. Oder einfach nächstes sich darüber wundern. Mein Gott, was ist das schön. Also jetzt nicht über das Kaffeepulver, aber geh mal wieder durch den Wald oder geh mal spazieren und wunder dich mal wieder darüber, wie schön im Moment die Kirschblüten blühen oder wie schön die Wolken am Himmel sind oder so, dass man das einfach mal wieder bewundert und bestaunt. Das gibt eine ganz andere Perspektive im Leben, weil es fällt einem ja sonst gar nicht auf. Sonst geht man einfach mit dem Grummellaune und mit schlechter Laune durchs Leben. Das sind so Sachen, das kommt für mich aus dem Clownwesen wieder heraus, dass ich mir ein bisschen achtsamer in vieles gehe und positiver drehe. Ja, das beinhaltet für mich auch so den offenen Blick, ne? Auch wieder so außenorientiert sein, auch dieses Kindliche, ne? Dieses Entdecken und das dann auch äußern. Ja, genau. Ja, genau. Wir könnten ja vielleicht, habe ich gerade gedacht, da draus machen, ups, was ist das schön? Ja, machen wir doch eine Übung wieder raus. Ja, lass uns das nochmal alle zusammen machen.
liebe Anne, liebe HörerInnen, einmal zusammen. Ups, was ist das schön? Ups! Was ist das schön? Was ist das schön? Nochmal! Ups! Was ist das schön? Ja, das ist dann diesen Schalter, ne, wo wir dran drehen können. Ja, ja, ja. Ach, genau. Herrlich. Sehr schön. Herrlich. Ja, genau, darum geht es ja, ne, dass wir anders denken, dass wir nicht immer so einstielen wie gewohnt und die Ärgerschiene, ja, sondern dass wir die Weiche stellen und auch mal anders fahren dürfen. Ne? Ja, es ist allerdings auch echt was du dir selber auch wieder beibringen musst, weil man das verloren hat im Laufe der Zeit und man grummelt so durch sein Leben durch. Dann kannst du dich auch zwischendurch einfach mal selber ein bisschen zur Raison rufen und sagen, ja, jetzt ist es doch mal, ne, sieh es doch mal positiv. Das ist halt eine Grundeinstellung, ne? Ja. Ja, wie du sagst, man muss es, ne, wirklich, also ich benutze das Wort müssen möglichst selten, aber das ist wirklich was man trainieren muss. Das ist nicht von einfach mal eben gerade da, weil wir es einfach sehr, sehr lange anders verinnerlicht haben. Ne? Da gilt es wirklich umzuprogrammieren und das dauert ein bisschen. Ja, genau. Aber es lohnt sich. Ach, sehr schön. Ach, da würde ich doch gerne noch die Lachpille einwerfen, die hilft auch immer ganz gut. Stell dir vor, du hast eine Dose, rappel, 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 das sind Lachpillen. Ja. Aufschrauben. Dann holen wir uns eine Lachpille raus und die werfen wir in die Luft und fangen sie mit dem Mund auf. Und wenn wir sie dann im Mund haben, dann gehen wir mit der Zunge zwischen den Zähnen und den Lippen so ein paar Mal in die eine und ein paar Mal in die andere Richtung. Dann bildet sich Speichel. Und mit diesem Speichel können wir die dann ganz geschmeidig runterschlucken. Dann rutscht die langsam, langsam Richtung Bauch. Ah, da ist sie dann im Bauch angekommen und löst sich so langsam auf und dann kommt schon ein Kichern. Und dann löst die sich noch mehr auf und es wird schon mehr lachen. Und dann löst sie sich komplett auf und lachen ist da. Ach, herrlich, die Lachpille. Ja, die kann man immer mal einwerfen. Ne? Passt ja auch zu lachen, ist gesund. Ne? Genau, sind wir ja beim Thema. Ach, herrlich. Ja, wir haben jetzt schon ganz viele Bereiche angesprochen, mit den Klinik-Clowns in den unterschiedlichen Bereichen, mit dem Gesundheitsclown und dem Schulclown, aber du bist auch noch in ganz anderen Bereichen unterwegs. Ich habe jetzt ganz kürzlich bei Instagram so viel lachen und schmunzeln müssen über diese schönen Bilder mit dir, wie du als Pfefferminze heißt du, ne? Pfefferminze? Ja, mit E, Pfefferminze. Pfefferminze, als Pfefferminze da schön in deinem Clownskostüm zwischen riesigen Rührgeräten sitzt, also so überdimensionale Maschinen. Ja. Ich dachte, das ist ja wie Alice im Wunderland und du guckst dann so ganz drollig und die sieht alles andere sieht so nüchtern aus, auf die Leute da an dir vorbeiziehen und dann wahrscheinlich ganz erstaunt sind, dass da auf einmal so ein buntes Wesen sitzt, so stelle ich mir das jedenfalls vor. Ja, genau. Ja. Ich war jetzt zweimal hintereinander richtig auf einer internationalen Fachmesse für Lebensmittelmaschinen und bin quasi als Messebegleitung mitgegangen. Das war sehr schön. Ganz was anderes. Alles Stahl, kalter Edelstahl, Menschen mit Anzügen oder mit kleinen Kleidern und auf jeden Fall sehr schick angezogen und ich als bunter Clown mittendrin als Highlight. Es war sehr schön. Wie war da die Reaktion der Menschen, wenn die plötzlich dann unvermittelt dich da haben sitzen oder liegen oder was auch immer du da gemacht hast, gesehen haben? Total liebevoll. Total liebevoll. Also ich habe zwischendurch mich wirklich unter die Maschinen drunter gelegt und habe dann auf Schlafen gemacht, wobei das ist ja kein Schlaf. Ich bin ja die ganze Zeit quasi in Körperspannung und Präsenz und dann lege ich mich hin und rücke meinen Koffer zurück und dann ziehe ich meine Schuhe aus und dann stelle ich sie davor und es waren einige dabei, die mich wirklich echt beneidet haben, weil da dampfen einem schon die Füße, wenn man durch solche Messerhallen läuft. Und ich hab viele gehabt, die sich dazugesetzt haben und haben ein Foto gemacht oder haben eine rote Nase von mir gekriegt oder eine Tüte Gummibärchen. Ich glaube, es ist durchaus positiv gelaufen und selbst bei LinkedIn und Facebook und Instagram wurde tatsächlich auch schon angefragt, um wie viel Uhr sie diesen Schlafplatz haben können.
Ach, herrlich. Ja. Es sollte halt quasi ein Eisbrecher sein, die Situation auch mal positiv zu sehen oder mit einem Lächeln an diesem Verkaufsstand vorbeizugehen und mal ein bisschen Leichtigkeit wieder reinbringen. Und ich glaube, es ist wirklich sehr gut angenommen worden. Ja. Ja. Ja, ich finde das eine fantastische Idee, weil das sieht ja sonst alles so steril und gleich und ja, weiß ich auch nicht, alles so in Grau. Ich fand es einfach weiß, so ehrlich, weil auf der zweiten Messe sind dann die Leute wirklich schon vorbeigekommen und haben zu mir gesagt, oh, dich kenne ich doch, du warst doch vor 3 Wochen schon mal hier süß. Und kann ich denn jetzt dieses Mal ein Foto mit dir machen und für wen bist du denn überhaupt hier? Und ach ja, haben die dich engagiert von dem Messestand? Ich sage, ja, haben die. Die sind es nämlich eigentlich eine ganz humorvolle Truppe, auch wenn die so kühle Geräte herstellen. Und ich hätte als Clown, das war eine Spielebene, also ich habe mich als Clown in dieser Zeit nochmal komplett anders erlebt, weil ich bin teilweise morgens um 10 Uhr angefangen zu arbeiten bis nachmittags um 3 Uhr und ich war natürlich auch wirklich echt müde und angestrengt, weil ich natürlich die ganze Zeit in der Präsenz bin und das ist schon anstrengend auch. Ne? Und es war Spielfläche für mich ohne Ende, wenn aus einer Ecke überhaupt Eiswürfel rauskommen, die richtig Kilometer groß werden und also es war total spannend. Eine Maschine hat auch lauter rote Nasen hergestellt. Klasse, klasse. Ja, es war einfach herrlich. Die konntest du dann ja gleich verteilen. Ja, genau. Ach, super. Ja, das ist wirklich, das finde ich eine ganz geniale Idee. So kann man auch solche Veranstaltungen wirklich aufpeppen. Ne? Ja, genau, richtig. Das war sehr schön. Ja, da würde ich doch sagen, mach mir nochmal ein schönes Loben. Das Loben für dich und für alle anderen, auch, dass die dich da engagiert haben. Den einen Daumen vorschieben, den anderen Daumen vorschieben und dann beide Daumen auf uns selber tippen. Das ist das Loben für uns selber. Und dazu sagen wir gut, sehr gut. Sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Dann wieder einen Daumen vorstrecken, den anderen. Und dann stellen wir uns vor, wir wedeln rum und schicken den anderen allen dieses Wunderbar. Dann heißt es gut, sehr gut und rumwedeln für alle. Wunderbar. Wunderbar. Ja, klasse. Ja, sehr schön. Und ja, der Clown, der darf ja Fehler machen. Ne? Der darf ja ein bisschen schräg sein. Und da möchte ich sehr gerne auch das Fehlerlachen noch anbringen, was man auch super dann als Schulclown auch weitergeben kann. Fehlerlachen, da gibt es 2 Fehlerlachen. Und zwar einmal die Hand nach oben öffnen, dass die Handfläche nach oben ist und sagen, das ist mein Fehler. Die andere Hand öffnen, das ist dein Fehler. Die erste Hand auf den Kopf legen, ich lerne von meinen Fehlern. Die zweite Hand auf die erste legen, ich lerne von deinen Fehlern. Dann kreisen wir auf dem Kopf und lachen. Ne? Nochmal die rechte Hand öffnen, das sind meine Fehler. Linke Hand öffnen, das sind deine Fehler. Rechte Hand auf den Kopf legen, ich lerne von meinen Fehlern. Linke Hand auf die andere Hand drauflegen, ich lerne von deinen Fehlern. Und lachen. Ah, klasse. Und dann geht es ja immer drum, so zeigt man drauf, oh, da ist ein Fehler und da ist ein Fehler und da ist ein Fehler. Ich habe mal in einem Buch gelesen von der Autorin im Anfang. Und wenn du hier einen Fehler finden solltest, dann kannst du ihn gerne behalten. Das fand ich so niedlich, weil ich gedacht habe, da heißt es jetzt, dann schick das an den Verlag, so, ne, wird korrigiert. Yeah. Wenn du den Fehler findest, kannst du ihn gerne behalten. Und da machen wir jetzt mal die Übung draus, dass wir auch mit dem Zeigefinger so tun, als würden wir einen Fehler suchen. Und dann zeigen wir drauf und sagen, tralala, kannst du ihn behalten. Und nochmal Zeigefinger sucht den Fehler. Wir wünschen Ruhe. Und dann drauf zeigen. Tralala! Kannst ihn behalten. Sehr gut, sehr gut. Yeah. Da kenne ich auch noch einen, das machen wir auch in der Clown-Übung immer, dass wir haben viele Übungen, wo wir dann einfach sagen, juhu, du hast einen Fehler gemacht, juhu. Das ist auch schön, nicht wir tadeln, sondern, ne? Oh ja, lass uns was zusammen machen. Ja, genau, richtig. Also im Grunde genommen stellen wir uns auch nur gegenüber und klatschen dafür und applaudieren und sagen ganz laut, juhu, du hast einen Fehler gemacht, juhu. Okay, zusammen, juhu.
Du hast einen Fehler gemacht. Juhu. Ja, die darf auf den Kopf stellen, ne? Ja, natürlich. Für Clowns ist es ja auch was ganz Besonderes, weil mit den Fehlern und mit dem Scheitern beginnt für uns ein neues Spiel. Und das Leben ist ein Spiel für Clowns. Und das ist das Schönste. Also der Weg ist immer das Ziel. Ja, das ist, ich finde das so großartig. Wie viel leiden wir unter, ich habe einen Fehler gemacht. Oh Gott, schon wieder falsch. Ja. Das ist ja so verbreitet. Ja, und man ist damit verknüpft, auch wenn es doch vielleicht gar kein Fehler war. Was ist denn auch überhaupt ein Fehler? Ich finde, da lohnt sich auch immer drüber nachzudenken. Ja, was ist ein Fehler und wer setzt das fest? Wer hat das festgesetzt? Ne? Also ich denke, beim Rechnen, okay, oder bei der Rechtschreibung, okay. Aber sonst kann man ja mal drüber reden, ne? Ja, genau. Da hast du völlig. Was? Entschuldigung. Nein, alles gut. Das ist manchmal so akustisch verzögert. Das ist einfach nicht so einfach. Ja, was ich auch gerne noch machen möchte, ist den roten Faden verloren oder den roten Faden suchen und wiederfinden. Das hat mir auch schon oft geholfen, wenn man in einem Vortrag ist und hat vielleicht mal ein kurzes Blackout und denkt, oh je, wie geht's denn jetzt weiter? Dass man sagen kann, hey, ich habe den roten Faden verloren. Ach, den suche ich doch gerade mal. Und dann läuft man rum, auch wieder mit dem Sucht den Zeigefinger, den Lachfinger. Ah, da ist er ja. Das ist so genial, weil man bleibt damit in seinem Kopf offen und verschließt sich nicht und denkt, oh Gott, sondern nein, dann bleibt unser Geist offen und wir können wieder wirklich gut weiterdenken und den roten Faden in der Tat besser finden. Ja, das ist auch eine Sache, die wir Clowns immer wieder neu anpacken und das aussprechen, was gerade da ist. Also wenn du wirklich die gerade sagst, oh Gott, mir ist es gerade jetzt peinlich und oh, ich habe den Faden verloren, dann ist das ja quasi ein Angebot für ein neues Spiel wieder auch, für einen neuen Ansatz für den Partner, der dann auch sagen kann, Gott, wo hast du denn den Faden verloren? Soll ich dir helfen? Ja, also genau. Dann hat man schon wieder einen neuen Ansatz, anstatt dass man sprachlos nur da steht, ne? Ja, das macht wirklich dieses, das hast du schön beschrieben, es zeigt wirklich, wie es weitergehen kann. Ja. Dass man da nicht hängen bleibt und in dieser Beschuldigung, ach Gott, ich habe es wieder nicht hingekriegt und oje, darf da hängen bleibt, sondern nein, es geht weiter. Ne? Ja, genau. Das ist sehr das Schöne da dran. Mhm. Ja, was auch noch ganz spannend ist, was du machst, da möchte ich dich auch unbedingt bitten, darüber zu berichten. Ja. Ein ganz spezielles Buchprojekt hast du vor in Paderborn. Oh ja, wir sind schon mittendrin. Ach, das liegt mir so am Herzen, das stimmt. In dieser fürchterlichen Corona-Zeit war es mir ja als Künstler auch stinklangweilig und ich hatte damals schon angefangen, mich einladen zu lassen an die unterschiedlichsten Orte, um mich dort im Clown-Kostüm zu fotografieren. Und dann habe ich das quasi bei Facebook und Instagram gepostet. Daraus ist die Idee im Grunde genommen entstanden und ich habe mich an einen ganz wunderbaren Menschen gewandt, den Harald Morsch. Der ist hier in Paderborn sehr bekannt, weil der seit Ewigkeiten ein kleines Kneipenheft rausgibt und selber auch eine Fotoausstellung gemacht hat. Und ich habe den angeschrieben und angerufen und habe zu ihm gesagt, Harald, hast du nicht Lust, da ein Projekt mit mir rauszumachen? Wir gehen einfach los. Ich setze mich überall hin und du fotografierst mich an den tollsten Sehenswürdigkeiten von ganz Paderborn. Und er hat das sofort bejaht und hat gesagt, das finde ich eine total schöne Idee. Und wir wandern im Moment durch Paderborn und ich im Clown-Kostüm als Ottilie in diesem Fall, habe so übermäßige Proportionen, also einen richtig dicken, fetten Hintern. Und genau, also es sieht schon witzig aus mit einer roten Clown-Nase natürlich, aber dafür darf ich dann in die Schatzkammer vom Museum und mit dem Liborius-Schein fotografieren lassen oder war in der Kirche ganz andächtig und habe als Einziger in den Bänken gesessen. Ich stehe als monumentales Denkmal mitten neben dem Neptunbrunnen und daraus wird halt jetzt ein Reiseführer für Paderborn gemacht, der zugunsten der Paderborner Klinik Clowns verkauft wird. Ja. Ich finde das so genial. Ja, genau. Ich habe auch schon mal ein Bild gesehen, da siehst du ja wirklich großartig aus. Ja. Warum hast du dafür diese Aktion jetzt eine andere Clownsrolle gewählt? Weil ich einfach glaube, dass auch wenn ich ein und der gleiche Clown bin, ich trotzdem auch gerne mal unterschiedlich auftreten möchte. Also diese Ottilie ist halt mehr eine rundliche Clownfigur und die andere, die Pfefferminze quasi, die auch in mir drin steckt, ist halt ein bisschen abgestimmt auf die Arbeit mit Senioren und Kindern. Und dieses ist eben halt mehr so ein Eyecatcher in knallgelb und überdimensional. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Mhm. Ne?
Aber das Ansinnen ist im Grunde genommen das Gleiche. Ich erzähle in dem Buch natürlich auch über die Arbeit als Clown, über Achtsamkeit, über die Arbeit als Kontaktclown, dass man wieder mehr lachen soll. Das ist eigentlich der Hintergrund dieses Buches. Und so nebenbei wird so ein bisschen Geschichtsträchtiges von Paderborn auch erzählt. Ja. Genau. Und das war, wahrscheinlich entsteht daraus hinterher auch noch eine Stadtführung, so wie es aussieht. Ja, das wäre doch auch cool. Ja, das ist doch super, wenn du dann da in deinem Kostüm vorweg marschierst und durch die Stadt führst. Ja, das muss unbedingt passieren, finde ich. Deswegen schleppt meine Ottilie ja auch ständig immer diesen Regenschirm mit sich rum, weil ja eben halt so ein Stadtführer ja auch im Zweifel immer einen Regenschirm oder ein Schild hochhält. Genau. Ja. Ach, klasse. Oh ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Da musst du Bescheid sagen, dann komme ich. Zum Ende des Jahres soll das Buch eigentlich fertig sein, sodass wir sagen, in der Hoffnung, es gibt ganz viele Leute, die dieses Buch zu Weihnachten verschenken wollen, weil es soll ja auch einen guten Zweck dienen und den Einsatz der Paderborner Klinik-Clowns damit unterstützen. Ne? Ja, das wäre natürlich dann ein sehr guter Zeitpunkt, wenn es bis dahin fertig bekommt. Genau. Der Reise. Wie heißt das Buch dann? Reiseführer durch Paderborn? Nein, irgendwie anders. Also wir haben das noch nicht so richtig festgelegt, aber ich glaube, es wird Humor in Paderborn heißen. Aus dem Blickwinkel einer Clownin oder so. Aha. Und von wegen, es wird mir im Keller gelacht. Ne? Nee, eben. Und auch nicht in Paderborn. Ja, deshalb, ne? Unser Titel, Lachen kann man überall. Ja, genau, richtig. Ja, ja. Ich sehe ja auch seit vielen Jahren zu, dass wir aus dem Keller rauskommen. Ja, siehst du, dann haben wir das gleiche Ziel. Genau, wir können an so vielen Stellen lachen. Ne? Und ich habe ja gefällt den lachenden Kirchturm hier hinbringen dürfen. Und es gibt wirklich so viele Möglichkeiten, wo man erstmal denkt, das geht doch gar nicht. Und das geht eben doch. Und es geht eben doch, ne? Ist nur ein bisschen Hartnäckigkeit und dranbleiben. Ja, und du wirst ja sogar dieses Jahr sehr, sehr, sehr dafür gelobt und geehrt. Ne? Du darfst ernten in Form einer Kulturnadel. Ja, genau. Was ist eine Kulturnadel? Du bist eine Kulturnudel, aber was ist denn eine Kulturnadel? Schön. Die Kulturnadel ist in Paderborn, wird seit Jahren überreicht. Jedes Jahr gibt es die einmal und bekommen drei Leute diese Kulturnadel. Und es ist im Grunde genommen ein Preis der Stadt Paderborn für die Anerkennung und den Einsatz in meinem Bereich oder in dem Bereich, den man eben halt sehr gut macht, oder im Ehrenamt. Also es muss einen künstlerischen Hintergrund haben. Und ich bin nominiert worden von 29 Auserwählten, die halt gewählt wurden dazu, und drei sind es halt jedes Jahr und ich bin eine davon. Also ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich baff gewesen, bin so glücklich gewesen, dass ich, mit dem ich es gehört habe, erstmal voll in Tränen ausgebrochen bin, weil ich gedacht habe, das kann ja wohl gar nicht wahr sein hier. Und der Bürgermeister hat mich angerufen, das war das Schönste. Cool. Ja, genau, richtig. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut. Die Auszeichnung findet in diesem Jahr auch noch ganz feierlich statt, im Rathaus wahrscheinlich. Genau, und dann bin ich Kulturnadelträgerin. Finde ich sehr schön. Cool. Ja, cool. Für meinen Einsatz eben halt im Bereich der Kultur und gerade für die Clownerie. Ja, super. Naja, guck, du hast ja auch schon so viel gemacht. Ne? Ich finde, das ist dann auch echt berechtigt. Ja, da machen wir doch gerade mal die schöne Lach-Yoga-Übung dazu. Wieder alles richtig gemacht, ne? Ja, genau. Den rechten Arm nach vorne strecken, den linken Arm nach vorne strecken, rechte Hand auf linke Schulter, linke auf rechte und auf die Schultern klopfen, ne? Jawohl! Alles richtig gemacht! Jawohl. Das machen wir nochmal und sagen dazu, rechten Arm nach vorne wieder, linken Arm nach vorne, alles. Und dann auf die Schultern klopfen. Richtig gemacht. Nochmal. Wieder. Alles. Richtig gemacht. Ja, wirklich. Herzlichen Glückwunsch. Das ist schon. Ja, ganz finde ich auch echt toll, dass du für dein ganzes Engagement da jetzt eine Ehre bekommst. Ja, ich bin auch sehr berührt. Und ich merke selber, dass es natürlich auch einen Auftrieb gibt, ne? Ja. Wenn man wenn dich Leute loben im eigenen Bekanntenkreis, hat das ein anderes Gewicht, als wenn es von außen wirklich kommt und getragen wird. Ne? Das hat mich sehr berührt.
Ja, es zeigt ja auch wirklich dann schon eine andere Anerkennung nochmal, ne? Dass man es Ja. wirklich schon in breitere Kreise gebracht hat und ja, man sehr wohl da sieht, was du damit auch bewirkst. Ne? Ja, sehr Ja, schön. sehr schön, Ja. Sehr gut, ja. sehr Yeah! Ach, da machen wir noch mal einen Trommelwirbel. Wir nehmen die Arme hoch und atmen ein und dann klatschen wir auf die Oberschenkel. Ach, herrlich. Wenn HörerInnen Kontakt aufnehmen wollen zu dir, wo bist du Ja. zu finden? Breit vertreten im Internet, wenn man einfach googelt, Anne Schwede. Ich habe ein www.humorkolleg mit k.de. Da kann Also, man mich auf jeden Fall finden. ja. Und genau darüber hinaus gibt es auch noch eine Nasenwerkstatt. Genau, bei dir kann man rote Nasen bauen. Ja, genau. Und ja, und kaufen. Richtig schöne Künstlernasen. Toll, toll. Ja, Ja. deshalb, dein Angebot ist schon reichhaltig. Und ihr habt zwei Begrifflichkeiten auf eurer Seite. Ja. Das möchte ich doch gerne auch noch fragen. Und zwar die Humorinjektion und die Humorspritze. Nee, andersrum, die Humorinfusion. Infusion. Genau, und die Humorinjektion. Also die Infusion ist ja was, was man so langsam tröpfelnd in sich reinlaufen lässt. Ja. Genau, das dauert eben dann auch ein bisschen länger, diese Humorinfusion. Das ist quasi ein Workshop, der über mehrere Tage geht. Und der soll dich dann hinterher natürlich darin unterstützen, dass du ein klein bisschen humorvoller durch das Leben gehst. Und eine Humorinjektion ist, was klein und kompakt und zack und sofort wirkt, wie eine Impfe. Das ist dann ein Workshop, den es für einen Tag gibt, den man mit der gesamten Truppe auch gerne online machen kann oder in Präsenz, das ist egal. Es soll auf jeden Fall so ein Kurzworkshop sein, der nicht länger als 2 Stunden dauert. Naja, da ist der Genau. Unterschied. Weil die Ja. Begrifflichkeiten, die fand ich ja auch schon wieder sehr Ja, humorig, die und neugierig machen. das Ganze, da ist dreistufig aufgebaut, weil wir haben das konzipiert, eine Ausbildung zum Humor-Influencer, weil dieser Humor-Influencer, der soll quasi seinen Sitzpunkt haben in den Firmen und in den Firmen dafür zuständig sein, dass da ein klein bisschen mehr humorvoll gearbeitet wird. Genau. Das ist ja auch interessant. Ja, es soll halt in alle Ebenen schwappen. Aber ja, es schwappt und schwappt. Kein Ja, genau. Halten mehr. Ja. Ja, welche Botschaft hast du für unsere Hörerinnen noch so als Schlusswort? Ja, lasst euch auf jeden Fall mal auf euren inneren Clown ein. Den zu entdecken, das ist so wertvoll und das tut so unheimlich gut und es ist lange, lange, lange nicht das, was man sonst so kennt, sondern es hat viel mehr mit einem selber zu tun und es hilft dabei, vieles einfacher zu sehen und positiver. Lasst euch auf euren Clown ein. Genau. Ja, das ist schön. Auf Ja. den inneren Clown, auf das innere Kind, was spielen will. Das passt ja auch zum Ja. Lach-Yoga, ne? Dann locken wir Ja. auch das innere Kind, dass wir uns das Ja. Lachen nicht verbieten lassen. Nein, wir dürfen frisch und frei lachen und ja, jetzt da nicht immer wieder die Bremse einbauen, ne? Das wäre auch meins, was mir so am Herzen liegt. Ne? Lebe dein Ja. Lachen ist ja mein Motto und lass dich davon nicht bremsen. Das schönste Feedback ist immer, wenn die Leute nach so einem Seminar nach Hause gehen und sagen, boah, ich habe morgen Muskelkater im Gesicht. Ha, ja, genau. Und nicht nur im Gesicht, sondern auch im Bauch. Ja, Genau. da kommt mir doch nur meine letzte Aktion dann in den Sinn. Ja, Liebe ja, Anne, lass uns doch noch mal ja. herzhaft zusammen lachen. Machst du mit? Ja, natürlich. Ja, dann los. Ach, herrlich, herrlich, herrlich. Da könnte ich jetzt noch ganz lange mit dir lachen. Liebe Anne, Ja, das stimmt. Sehr vielen schön. Dank für dieses wunderbare, umfangreiche, inspirierende Gespräch. Damit hast du dir glatt eine goldene Nase verdient. Ja, vielen Dank für das tolle Interview. Du hast das ganz wunderbar geleitet. Ich bin sehr dankbar. Schön, Sehr danke, liebe schön. Anne. Das war mir eine Freude. In diesem Sinne, heiter weiter, denn heiter geht es leichter weiter. Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Möchtest du von meinem Podcast durch dein Jahr begleitet werden? Du kannst ihn kostenfrei abonnieren. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, findest du Infos auf meiner Internetseite www.lachyoga-silvia-rössler.de. Silvia mit II vorne hinten und Rössler mit OESS. Ich wünsche dir ein herzliches Heiter weiter und freue mich auf unser Wiederlachen.